Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da, heute mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 909. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen oder ein kleines Abo, falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und jetzt geht's los. Wir wissen nun endlich, wo Marco war, denn er hielt sich in einem Dorf auf einer kleinen Insel auf. Dort arbeitet er als Doktor. Er behandelt jeden, egal ob jung oder alt, männlich oder weiblich, und dafür wird er von allen respektiert. Neko Mamushi ist mittlerweile dort angekommen und unterhält sich mit Marco. Dieses Dorf, in dem sie sich befinden, wurde vom Whitebeard gegründet. Da haben wir Whitebeards Familienaspekt wieder einmal. Dieses Dorf war sehr arm und konnte die Gebühr für die Weltregierung nicht mehr bezahlen. Als Ergebnis wurde diese Insel von Piraten attackiert. Das Dorf wurde zerstört und immer mehr Kinder wurden zu Waisen. Und Whitebeard war eines dieser Waisenkinder. Nachdem er ein Pirat wurde, schickte er dem Dorf heimlich Geld. Nach dem Krieg kam Blackbeard auf die Insel und Marco und der Rest der Bande stellten sich ihm entgegen. Aber sie hatten keine Chance und ihnen wurde alles geraubt. Hier ist jetzt meine Frage, wenn sie allen beraubt wurden, heißt das auch ihre Teufelskräfte? Ist halt die Frage, warum dann Marco noch da ist. Entweder wollte Blackbeard seine Teufelskraft nicht, was ich mir aber kaum vorstellen kann, oder selbst wenn Blackbeard die Teufelskraft raussaugt, stirbt der jeweilige Nutzer nicht deswegen. Und wo sind die anderen Mitglieder der Bande? Geflohen? Glaube ich nicht. Vermutlich sind bis auf Marco alle tot oder sie sind irgendwo im Dorf und man sieht sie in diesem Chapter einfach noch nicht. Das einzige, was sie retten konnten, war dieses Dorf, das einzige, was sie vom Whitebeard noch hatten. Shanks hat ein Grab in der Nähe dieses Dorfes errichtet. Wir wissen ja, Weevil greift jeden an, der etwas mit Whitebeard zu tun hat. So vermuten sie, dass dieser auch Marco sucht und dieses Dorf somit finden wird. Weevil sucht nach Whitebeards Hinterlassenschaften. Und hier kriegen wir eine mega Info. Miss Barkin, Weevils Mutter, war vor 40 Jahren auf Whitebeards Schiff. Und nun wechselt die Szene endlich nach Wano. Franky, Lysop und Robin sind verkleidet als ein paar Arbeiter. Zoro ist ebenfalls verkleidet, aber als Dorfbewohner. Der Shogun von Wano Kuni heißt Orochi. Und alle, die ihm unterstellt sind, sind mit Kaido verbunden. Wenn sie Scheiße bauen, wird Kaido darüber berichtet. Deshalb müssen sich die Gruppe zurückhalten, bis alle auf Wano Kuni eingetroffen sind. Die Stadt wird laut, es wurde wohl ein Mörder geschnappt, der wahllos Leute tötet. Dieser wird nun gezwungen, Seppuku, also den rituellen Selbstmord, zu begehen. Der, der gefangen wurde, heißt Zoro Jiru. Und das ist, wie schon erwartet, Zoro. Oh mein Gott. Vor 23 Jahren wurde das legendäre Schwert Jusui von Piraten gestohlen. Und da Zoro dieses Schwert mit sich führt, beschuldigt der Magistrat Zoro als Mörder und nahm ihm das Jusui ab. Nachdem Zoro ein kleines Katana bekommen hat, um Seppuku durchzuführen, versteht er, dass der Magistrat der eigentliche Mörder ist und greift ihn an. Zoros Worte: Es tut mir leid, Kinemon. Und das ist das Ende. Wano Kuni startet. Wow, es hört sich alles schon mal sehr schön an. Die Geschichte rund um Whitebeard ist der Hammer. Der ach so große, böse Pirat, der eigentlich nur eine Familie will. Der Shogun mit dem Namen Orochi. Ich sehe jetzt schon die Theorien kommen, dass er sicherlich eine Schlangenfrucht hat. Naja, mal schauen, was man so über Orochi herausfinden kann. Sind wir gespannt auf das Kapitel, welches morgen erscheinen sollte. Schreibt doch eure Meinung zu den Spoilern in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.